Hallo zusammen, Thomas hier. Gerade in Landschaftsfotografie, aber nicht nur da, sind wir natürlich immer bestrebt, möglichst rauschfreie, sehr hochwertig qualitative Aufnahmen zu produzieren. Und das machen wir natürlich, indem wir mit möglichst geringen ISO-Werten fotografieren, also mit einer geringen Sensorempfindlichkeit. Also ISO 100, ISO 50, so je nachdem, was die Kamera dahergibt. Es gibt aber dann auch Situationen, wo man das eben nicht machen kann. Einfach, weil man entweder kein Stativ dabei hat und gleichzeitig es auch dunkel ist oder das Licht nicht reicht. Oder man ist anderweitig unterwegs, und muss dann trotzdem aus der Hand fotografieren, um dann aber trotzdem noch scharfe und verwacklungsfreie Aufnahmen hinzubekommen, führt dann manchmal kein Weg daran vorbei, eben den ISO-Wert der Kamera, also damit die Sensorempfindlichkeit extrem hoch zu drehen. ISO 1600, ISO 3200 oder was auch immer. Und es gibt eine Methode, da könnt ihr dann trotzdem nachträglich rauschfreie Fotos produzieren. Bevor es jetzt weitergeht, noch der Hinweis. Dieses Video wird gesponsert von Mietdeinobjektiv.de. Bei Mietdeinobjektiv.de könnt ihr professionelle Kameras, Objektive und das entsprechende Zubehör ganz einfach online mieten. Und den Link zu Mietdeinobjektiv.de, den findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Und zwar macht ihr das im Prinzip in einer Art und Weise, wie ich euch das eigentlich schon mal für die Langzeitbelichtung ohne ND-Filter erklärt habe. Ihr macht dann von der Szene möglichst viele Aufnahmen, 20, 30, wenn es irgendwie geht. Und ähm, dann müsst ihr natürlich auch einen vernünftigen Stand, euch einen vernünftigen Stand suchen, dass ihr also möglichst die Aufnahmen, die ihr dann mit der Serienbildfunktion eurer Kamera fotografiert, möglichst ohne großes Verkippen ohne großes Verschwenken produzieren oder aufnehmen könnt, sodass es dann also zu möglichst keinen oder geringen Pixelverschiebungen kommt. Und dann geht ihr mit der Aufnahme in Photoshop und da könnt ihr dann mit der Methode Median oder arithmetisches Mittel könnt ihr dann diese vielen Aufnahmen dieser einen Szene dieses einen Ausschnittes könnt ihr dann übereinander legen und von Photoshop verrechnen lassen und das Rauschen verschwindet, weitestgehend zumindest. Bevor das jetzt zu theoretisch wird, zeige ich euch das mal an einem ganz konkreten Foto. Diese Aufnahme habe ich aus der Hand fotografiert mit einem sehr hohen ISO-Wert und ihr seht die Rausch wirklich richtig schön kräftig. Und jetzt seht ihr im Endergebnis, wie das Rauschen weitestgehend verschwindet. Und jetzt zeige ich euch abschließend noch ein. Photoshop, wie ihr das selber machen könnt. Ihr habt das eben bei den Einblendungen schon gesehen. Ich zeige euch dir nicht nur den Weg heute, wie ihr in Photoshop im Nachhinein zu rauschfreien Aufnahmen kommt, sondern auch den Weg in Affinity Photo. Und eigentlich kann man bei Infinity Photo gar nicht mehr von Weg sprechen, denn in Infinity Photo gibt es einen fertigen Dialog, der genau das macht, was ihr jetzt im ersten Schritt gleich in Photoshop in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten sehen werdet. Und ähm, wenn ich das jetzt in gleich in Photoshop gemacht habe, dann wie gesagt die schnelle Variante, zumindest was den Dialog angeht, noch ergänzend für alle von euch, die mit Infinity Photo arbeiten, dann eben auch die Vorgehensweise in Infinity Photo. Aber jetzt erst noch mal hier in Lightroom. Ich, ich habe das Foto oder besser gesagt die Bildserie dieses einen Motivs habe ich in zwei unterschiedlichen ISO-Empfindlichkeiten fotografiert. Einmal mit ISO 6.400 und einmal mit ISO 12.800. Und ich nehme jetzt auch mal hier für die demo nehme ich mal die aufnahmen mit iso 12800 ganz einfach weil sich das dann hier auf dem monitor auch deutlich besser darstellen lässt dann sieht man das rauschen ähm, kräftiger zumindest auch dann gleich in dem vergleich der in photoshop gerechneten variante und der in lightroom bzw. der eines einzelbildes gucken wir uns das aber gerade tatsächlich mal für das einzelbild an und ihr könnt das hier sehen. Ich gehe dazu auch hier mal auf ein paar hellere Bereiche. Das ist jetzt also, oder das ist eine Aufnahme, die ich in dem Fall mit einer Lumix GH5 fotografiert habe, mit einem ISO-Wert von 12.800. Und das rauscht schon ganz gut sichtbar. Das kann man also auf jeden Fall gut sehen. Und dementsprechend ist es eine gute Idee, die Aufnahmen zu verrechnen. Und ich mache das jetzt nicht mit allen 42, das würde dann noch länger dauern. Dementsprechend suche ich mir jetzt hier mal nur 20 Aufnahmen raus. Und übergebe die jetzt im ersten Schritt an Photoshop. Und dabei ist ganz wichtig, dass ihr jetzt hier in Photoshop als Ebenen öffnen verwendet. Denn sonst müsst ihr nachher alle Aufnahmen einzeln als Ebenen übereinander legen. Und das ist einfach unnötig aufwendig. Dementsprechend gibt es hier gleich einen vorgefertigten Dialog. Dann rufe ich hier an der Stelle das Ganze mal auf. Beziehungsweise übergebe die Aufnahmen an Photoshop. Und was jetzt Photoshop macht, das seht ihr hier. Auf der rechten Seite, Photoshop legt jetzt dann eben die einzelnen Aufnahmen übereinander. Und weil das einen Moment dauert, geht es gleich weiter, wenn Photoshop damit fertig ist. Photoshop ist jetzt fertig und hat jetzt hier auf der rechten Seite, können wir das sehen, die ganzen Ebenen bzw. die ganzen einzelnen Aufnahmen als Ebenen übereinander gelegt. Ich mache das jetzt hier aber auch noch mal ein bisschen größer, dann können wir das Bild ein bisschen also ausfüllen. Und der nächste Schritt als vorbereitender Schritt ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ja die Aufnahmen aus der Hand fotografiert. Und dabei kommt es immer dann natürlich auch zu einem leichten Verkippen und zum leichten Verschieben eines Bildausschnittes zum nächsten Foto. Und dementsprechend ist es jetzt erstmal wichtig, alle zu markieren und die Aufnahmen erstmal ausrichten zu lassen damit Photoshop die wirklich pixelgenau ausrichtet und wir dann nachher nicht Unschärfen oder Ar Artefakte reinbekommen, schon alleine, weil die Aufnahmen alle leicht gegeneinander versetzt sind. Und das machen wir hier oben bei Bearbeiten und dann Ebenen automatisch ausrichten. Da könnt ihr dann getrost die Projektion Auto verwenden, einfach auf OK drücken und das liefert in erfahrungsgemäß dann in dem Fall auch die besten Ergebnisse. Auch das dauert jetzt einen Moment und dann geht es eben gleich wieder weiter. Photoshop hat die Aufnahmen jetzt inzwischen alle aneinander ausgerichtet und in dem Fall ist die Pixelverschiebung wirklich sehr gering. Ihr könnt das sehen hier an diesem leichten transparenten Rand aber das ist natürlich nicht immer so und deswegen ist es gerade bei solchen Freihandvarianten auch ganz wichtig, dass ihr dann immer mit ein bisschen Bildpuffer fotografiert, dass ihr dann nachher nicht bildwichtige Teile, die vielleicht sich auch gerade am Rand des Fotos befinden, verliert und damit dann eben der ganze Aufwand nachher umsonst war. Also deswegen gerade solche Freihand ISO später Rauschen entfernen Fotos unbedingt mit ein bisschen Bildpuffer fotografieren. So, und der nächste Schritt, den wir jetzt brauchen, ist dass wir alle Ebenen, die jetzt inzwischen aufeinander aus oder aneinander ausgerichtet worden sind, in einem Smart-Objekt zusammenfassen. Und dazu müssen alle Ebenen hier nochmal kopiert sein, sind sie noch von dem Vorgang eben. Und deswegen brauche ich jetzt an der Stelle hier nur mit dem rechten Mausklick rein und kann sagen, in Smart-Objekt konvertieren. Auch das dauert wieder einen Moment oder ein, ein paar Momente mehr und dann geht es gleich weiter. Ihr könnt sehen, dass Photoshop jetzt alle Ebenen, die wir eben hier untereinander oder übereinander, je nachdem gesehen haben, in einem Smart-Objekt zusammengefasst hat. Generell, dass es sich um ein Smart-Objekt handelt, kann man hier unten an diesem Symbol sehen, was sich hier unten rechts in der Ecke befindet. Und jetzt sind wir auch wirklich fast fertig. Jetzt kommt der letzte Schritt und der befindet sich hier oben bei Ebene. Da gibt es dann den Eintrag Smart-Objekte, denn wir haben jetzt hier ein Smart-Objekt, mit dem wir etwas tun wollen. Und dann gibt es hier unten die Stapelmodi. Und den Stapelmodus oder diese, die beiden Stapelmodi, die sich besonders eignen, um in dem Fall das Rauschen rausrechnen zu lassen, sind die Mittelwerts, na, jetzt bin ich verrutscht, ich sage mal die mittelwertsbasierten Stapelmodi. Und das sind einmal ist das Median und Mittelwert. Und ich nehme jetzt mal den Mittelwert. Und wenn ihr das macht, dann ähm, probiert durchaus beide Varianten aus. Ähm, manchmal liefert der eine vielleicht noch ein bisschen besseres Ergebnis als der andere. Ihr könnt beispielsweise auch dann hier dieses Smart-Objekt kopieren und könnt dann einmal mit dem Mittelwert, einmal die Medien rechnen lassen, könnt ihr dann noch mit beide miteinander vergleichen. Ich gehe aber davon aus, dass jetzt zumindest auch beispielsweise bei der Aufnahme hier es keinen großen sichtbaren Unterschied geben wird. Geht es aber heute gar nicht drum. mir geht es ja nur darum, dass ihr einfach nochmal den, den Weg seht, wie ihr dann solche Aufnahmen verrechnen könnt damit dann das Rauschen verschwindet. So, jetzt ist Photoshop komplett fertig und dann vergleichen wir jetzt gleich auch nochmal das Ergebnis in Lightroom mit einer Einzelaufnahme und deswegen speichere ich die gerade auch noch erstmal ab, speichern unter. Ich nehme da jetzt mal keine PSD, weil ich jetzt gar nicht weiß, wie groß die ist, denn obwohl ich könnte, ne, dann machen wir das mal anders, ich rastere die jetzt, denn ich brauche ja die ähm, einzelnen. Ebenen in dem Smart-Objekt brauche ich nicht mehr, dann fasst Photoshop das jetzt komplett zusammen, dann kann ich das jetzt auch standardmäßig als PSD rausschreiben, in dem Ordner, genau, wo sich auch die RAW-Dateien befinden, speichere das ab, das geht jetzt auch relativ flott, denn jetzt ist ja die Datei bei weitem nicht mehr so groß wie eben noch. Gehe wieder in Lightroom, dann vergleichen wir mal die PSD-Datei hier mit einer der Aufnahmen aus der äh, ISO-Reihe. Dann gehe ich mal auf C, mache das Ganze noch ein bisschen größer. Die linke Seite haben wir die verrechnete Aufnahme gerade aus Photoshop und auf der rechten Seite haben wir die Aufnahme oder eine der Aufnahmen, die als Grundlage für das Rauschentfernen dient. Und ihr könnt sehen, da rauscht überhaupt nichts mehr. Das ist also wirklich schon sehr eindrucksvoll, wenn wir daran denken, mit welch hoher Iso-Zahl wir hier fotografiert haben. Wichtig ist natürlich, dass es relativ windstill ist. Wenn jetzt die Blätter sich stark bewegt hätten, dann würde das nicht ganz so schick aussehen. War auch ein sehr windstiller äh, Herbsttag. Und eins sei auf jeden Fall hinzugefügt, wir verlieren natürlich etwas an Schärfe, an Gesamtschärfe. Ganz einfach, weil natürlich bei so einem starken Rauschen auch diese Kanten durch das Rauschen überdeckt sind. Und dementsprechend wird das Ganze ein bisschen flauer, aber da kann man natürlich mit dem Schärfen einigermaßen nacharbeiten. Aber ihr seht, dass ihr auf jeden Fall mit dieser Methode das Rauschen aus den Aufnahmen rausbekommt. So, und ich habe ja, ne, lassen wir es mal so. Ich sagte ja, dass wir uns das Ganze auch noch in Affinity Photo angucken, denn das geht viel, viel schneller. Das Verrechnen dauert auch seine Zeit, aber der Dialog ist wesentlich kürzer. Dementsprechend mache ich mal Affinity Photo auf. Brauche einen Moment, bis er geladen ist. Dann mache ich das hier mal auf volle Größe. Und was wir jetzt brauchen, ist Datei und einfach nur neuer Stapel. Mehr brauchen wir nicht. Wir müssen natürlich wissen, wo die Dateien sind. Dementsprechend gehe ich hier auf hinzufügen. 56, wo ist er Geht da los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Sage Öffnen. Dann haben wir hier auch nochmal die Darstellung aller Fotos, die ich jetzt hier Affinity foto übergeben habe und Bilder automatisch ausrichten. Also genau das, was ich eben in einem separaten Schritt in Foto selber habe machen müssen. Und gehe mal auf Nummer sicher und sag mal skalieren, drehen und übersetzen und Live ausrichten, können, können wir wahrscheinlich zugucken und jetzt sage ich okay. Das Einzige, was jetzt nicht ganz so schick ist, jetzt sehen wir erstmal nicht, ob etwas passiert. Das könnte man bei Affinity Photo noch ein bisschen verbessern. Da könnte man ein bisschen nervös werden, denken, habe ich vielleicht irgendwo nicht richtig drauf gedrückt. Es passiert aber was? Es dauert nur, bis wir etwas sehen, beziehungsweise bis wir das Ergebnis sehen. Und wenn es soweit ist, dann geht es auch hier in Affinity Photo weiter. Affinity Photo ist jetzt auch fertig, hat auch eine Weile gedauert, ging aber letztendlich wesentlich schneller, weil wir jetzt nicht drei Schritte nacheinander ausführen lassen mussten, sondern weil Affinity Photo alles en bloc im Hintergrund erledigt hat. Und das Einzige, was mir jetzt hier noch nicht gefällt, die Aufnahme ist per se hier erstmal ein bisschen dunkel. Deswegen gehe ich mal hier auf Helligkeit und Kontrast, mache die Aufnahme erstmal im Ganzen ein bisschen heller. So dass wir ein bisschen was sehen können. Das reicht mir schon. Und im Übrigen, für diejenigen von euch, die vielleicht mit Affinity Photo noch nicht gearbeitet haben, Affinity Photo arbeitet grundsätzlich ebenenbasiert immer mit Smart Objekten. Also das, was wir in Photoshop selber machen müssen, also Smart Objekte äh, generieren, das ist in Affinity Photo anders gelöst. Es gibt in Affinity Photo grundsätzlich nur Smart Objekte, wenn man es funktional mit Photoshop vergleicht. Und dementsprechend haben wir hier alle Fotos gestapelt und wir sehen hier dieses kleine Symbol, da steht, ich gehe da mal drauf, Mittelung. Und da, wenn ich da jetzt drauf klicke, seht ihr auch hier diese Stapelmodi, die wir in äh, Photoshop gerade gesehen haben. Beziehungsweise wir sehen hier, na, wenn ich das mit der Maus dann auch treffe, treffe ich nicht, sehen hier die Stapelmodi, die in Affinity Photo verfügbar sind. Und jetzt gehe ich da mal drauf. Jetzt braucht ich einen Moment, bis er das Bild aufgebaut hat. Nein, wir gucken uns das hier auch nochmal mit 100% an, so wie wir das eben auch gemacht haben. Deswegen gehe ich hier nochmal auf den Navigator, gebe da mal 100% ein. Und ihr seht, dass auch Affinity Photo auch hier das Rauschen rausgerechnet hat. Also, falls ihr Affinity Photo habt, geht wesentlich schneller. Geht aber auf jeden Fall mit beiden Programmen, mit Photoshop und mit Affinity Photo. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert Ror TV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.